Herzlich willkommen zurück, meine Salzarbeiter und Salzarbeiterinnen, zum vierten Game des offiziellen Forge-Turniers Nummer 18. Wir haben auf der linken Seite Firework mit dem Operator Spion am Start. Und der tritt heute an gegen Alf Q auf der rechten Seite mit Warzenschwein. Und den Operator sehen wir jetzt schon etwas häufiger in den Ranked Replays, hätte ich jetzt fast gesagt. Beziehungsweise in diesem Turnier. Also bin ich sehr gespannt, ob jemand die Fähigkeiten von Warzenschwein sich hier mal wirklich zunutze machen kann. Bisher ist es ja noch nicht so wirklich effektiv geschehen. Zusätzlich haben wir oben rechts jetzt noch ein paar mehr Stats eingeblendet. Ich habe einfach mal alles angemacht, was geht, bis auf die Core-Gesundheit. Ihr seht es ja schon an der Länge des Videos. Das Match geht nicht lang, das wird wahrscheinlich ein One-Shot. Ich habe es mir nicht vorher angeguckt. Das ist ein Live-Commentary, wie immer, meine Damen und Herren. Liebe Zuschauer, will ich sagen, anstatt meine Damen und Herren. Und ich arbeite dran. Ich arbeite wirklich hart dran, aber es ist nicht leicht. Es ist nicht leicht, irgendwas rauszukriegen. Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr noch zur Schule geht. Ich kann mich noch dran erinnern, damals. Wir zoomen hier mal kurz raus. Damals, ey, da Sachen so oft gesagt, bis sie einen irgendwann selbst genervt haben. Und das rauszukriegen ist wirklich nicht einfach. So, zum Spielgeschehen. Firework entscheidet sich für die Waffenkammer und Alf für die Werkstatt. Und das heißt, Alf wird hier entweder für den, die Anti Storage ist platziert, also wird es wahrscheinlich Tier 2 Technologie werden. Und da kommt die Munitionskammer für Alf, wie bereits vorhergesagt. Und Firework denkt sich, jo, 5 Minen, das schmeckt. Economy mag ich. Die Windturbine da oben auch sehr interessant, muss ich mir merken für Solo Queue. Ich platziere sie immer eigentlich wie Alf unterm meinen Core auf dieser Map. Aber da oben stehen sie eigentlich auch nicht schlecht. Das Ding ist nur, diese Map, Liegeplätze, diese Strebe hier, das ist die verwundbarste von allen. Wenn diese Strebe reißt, macht euer Korn Abgang. Je nachdem, wie viel Gewicht ihr dran habt. Aber in der Regel macht er einen Abgang. Waffen kann man gut hier hinten platzieren. Oder halt hier oben drauf. Das packt aber sehr viel Belastung auf diese Strebe wiederum. Und macht die natürlich angreifbar. Aber wir werden sehen, was passiert. Firework spielt hier auf jeden Fall für den Raketenrush. Nicht für den Schwarmraketenrush, aber für den Raketenrush. Und Alf Q für die Kanone. Ihr seht es, er baut sich jetzt hier hinten hoch, um seine Waffen dort oben zu platzieren. Fünfte Mine jetzt auch für ihn. Eine Windturbine weiterhin. Ich bin sehr gespannt. 4 Minuten geht das Replay. Was wird passieren? So, erstes Upgrade für Firework. Hat sich auch einer Shotgun bereichert. Sniper über dem Chor und keine Verteidigung von Alf bis jetzt. Er hat den Upgrade-Sound gehört, das heißt, an diesem Punkt müsste er eigentlich Gunner spammen, um sich zu verteidigen. Ansonsten ist er gleich Geschichte. Er hat auch ziemlich viel Befestigung vor seinem Chor entfernt verkauft, um eben trotzdem den Kanonen-Rush spielen zu können, das ohne Pinchfist nicht ganz so effektiv ist, aber dennoch machbar. Nur die Raketen werden jetzt natürlich massiven Damage auf seinem Core anrichten können. Und da kommt jetzt so langsam der Droop-Snoop von Alf. Ich weiß nicht, wo er mit seinen Gedanken war. Er hätte auf jeden Fall viel früher die Gunner spammen müssen. Und er braucht jetzt auch hier Gunner mit Türen. So macht, schalten wir mal kurz den Core-Damage ein, weil wenn Firework hier tatsächlich mit Raketen spielt und die ganze Zeit, wo ist es denn? Bin ich im Reaktor, meine Güte. Dann sollte man schon den Core-Damage sehen. Da ist kein One-Shot, es ist tatsächlich eher ein langsames Sterben, aber ein schnelles Sterben in 4 Minuten. Ach, meine liebe Zuschauer, da habe ich es nochmal abwenden können, ihr habt es gemerkt. Erster Gunner jetzt für Alf. Das wird er nicht überleben können, den Raketenhagel von Firework. Der trifft jetzt hier mit seiner EMP auch noch seine Metallproduktion, also sieht nicht gut aus für Alf. Und da bricht der Core ab! Zu viel Woodspam in der Front und die angesprochene Strebe, die hier in diesem Match immer sehr stark belastet ist und auf die ihr Acht geben müsst, liebe Zuschauer, ist gar nicht gerissen. Was ist dann gerissen? Es ist diese Strebe hier gerissen, noch die davor. Sehr interessant. Ah, bitter. Bitteres Match. Das war Firework gegen Alf, das vierte Match des Achtelfinales. Und damit kommen wir dann morgen zu den Matches des Viertelfinales. Und ich bin wirklich sehr gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall auf das Gameplay und ich hoffe, ihr freut euch auch. Und bis dahin, haut rein und viel Spaß im Ranked.